eingeladen, Erich Schmidt, der Filmer, der den Film gemacht hat, Film Staatenlos, haben wir heute darüber reden über dich. Jetzt hat der Erich sich gerade gemeldet und hat gesagt, er stecke im Stau. Und jetzt haben der Klaus und ich gedacht, ja, dann müssen wir einfach mal anfangen. Was schade ist jetzt noch, weil ich meine, der Filmemacher ist doch ein wichtiger Mann. Eigentlich reden wir ja über den Film und nicht über dich jetzt, wie Klaus, sondern über den Film, über dich. Und das ist eine Nuance, das ist ein bisschen etwas anderes. In dem Sinn tue ich noch mal festhalten, dass der Film Staatenlos, Biopic heisst das Genre, also ein Film über Biografie von Klaus Roscher da, wo ja viele kennen. Der hat Weltpremiere gehabt im Zürich Filmfestival. Gut besuchte Vorstellung gewesen. Bist du zufrieden gewesen, Klaus, am letzten Sonntagabend? Ja, sehr. Erstens war das Kino fast voll gewesen. Zweitens sind etwa 10 Leute, die das Billett schon hatten, nicht gekommen, die sich dann bei mir entschuldigt haben. Anschliessend, sie sagen, im Stau gewesen. Jemand in mein Auto abgelegen auf dem Weg von München nach Zürich. Aber all die haben ja Gelegenheit, das übermorgen am Freitag nochmal nachzuschauen. Es gibt, glaube ich, noch etwa 20 Plätze. Genau, weil so habe ich das auch verstanden. Das war eine Vorpremiere jetzt vom Film Staatenlos. Ins Kino kommt er dann. Wann kommt er dann ins Kino? Voraussichtlich im Februar. Voraussichtlich im Februar kommt er ins Kino. Das heisst, Weltpremiere und Kinostart ist dann im Februar vom nächsten Jahr. Jetzt, der Film ist ja für mich das etwas Spezielles, wenn man jemanden kennt. Also, wir kennen das ja schon lange. Und, schon ein paar Jahre. Und dann quasi kommt auf einmal ein Film und dann hat man natürlich sein eigenes Bild und ist dann konfrontiert mit dem Bild vom Filmemacher. Und jetzt frage ich dich, da du ja den Erich, den Filmemacher, auch schon ein paar Jahre gekannt hast, ich habe mir immer vorgestellt, das ist noch schwierig, weil der Filmemacher, er ist ja der Autor, macht den Film über dich und du hast eine Vorstellung, wie er sein soll, logischerweise. Und da möchte ich eigentlich gerade zuerst fragen, sind ihr da nie aneinander geraten? Oh doch. Wir sind natürlich relativ häufig aneinander geraten, aber das war eine freundschaftliche Auseinandersetzung. Und wir haben vorher über das geredet, weil ich ja auch ein bisschen in der Filmbranche tätig bin und Journalist bin und so weiter. Und haben eigentlich abgemacht, dass ich ihm nicht reinrede. Und da musste ich mich manchmal ziemlich zusammennehmen, dass ich nicht reinrede. Aber es ist ja so, es ist sein Film. Und auch er hat natürlich das gleiche Erlebnis gehabt, wie du jetzt geschildert hast und viele andere auch geschildert hast, dass ich eben auch noch eine andere Seite habe als die Seite, die man von mir in der Öffentlichkeit bis jetzt zumindest gekannt hat. Da würden wir dann nachher noch ein bisschen darüber reden. Also der Polizistenschreck, Klaus Roscha, oder der, den man kennt hat in der 80er-Bewegung, als Fotograf auch, der Laden, den du da hinten gehabt hast. Ich habe noch mein Passfotos machen lassen und habe es gefunden, es sei auch nicht billig. Verwendest du es immer noch? Nein, ja, jetzt habe ich einen neuen Pass, dann habe ich es irgendwie anders. Ich weiss es auch nicht mehr. Ja, gell, sind teuer, oder? Aber eben, das Spaß beiseite. Man hat dich kennt, eben, das Bild in der Öffentlichkeit. Du bist ja sehr, immer eigentlich eine öffentliche Person gewesen. Und da kann ich vielleicht sagen, das ist auch für mich neu gewesen. Also quasi die schwere Jugend, die du gehabt hast, da im Kreis 4. Nicht weit von da. Das ist doch irgendwie beeindruckend, das ist auf eine Art auch berührend, dass man sieht, ja, die Ungarn-Flüchtlinge, die haben irgendwie hart müssen durch. Ich weiss vielleicht nicht alle, hat der Reiche gegeben unter denen, oder? Aber so wie jetzt der Erich dich darstellt, deine Kindheit und Jugend, da war das ein Herzbruch gewesen. Ja, also ich habe einfach so Zeug nie an die grosse Glocke gehängt. Das war für mich dort halt Vergangenheit und Kindheit und so weiter gewesen. Mit einer Einschränkung, der Heinz Nick, der hat tatsächlich einmal in den frühen 80er Jahren ein Video gemacht. Schulwege hat das, glaube ich, geheissen. Und dort hat er mich auch porträtiert auf meinem Weg wo habe ich da gewohnt? Eben an der Bäckerstrasse ist Schulhaus ins Kanzlei, also über die 50 Meter oder 100 Meter, die das sind. Und dort ist das schon auch zur Rede gekommen. Dort zum Beispiel habe ich tatsächlich auch schon erzählt gehabt, über meine schlechten Erfahrungen im Kanzleischulhaus. Und dass wir dort in dieser Bäckerei gewohnt haben oder Metzgerei gewohnt haben, viel mehr. Ich habe jetzt Bäckerei gesagt, wegen dieser Bäckerei, wo man da reinkommt. Genau, Bäckerei John Baker. Ja. Mit dem guten Brot.
Ja, also gut, der Video von Heinz Nick, der ist an mir vorbeigegangen, leider, das muss ich sagen. Aber das heisst, man hätte es doch können wissen. Ah, jetzt sehe ich da gerade im Lokal hinten dran, der Erich Schmid, der Filmemacher, ist jetzt da eingetroffen. Sali Erich, wenn ich dich bitte, da herzusitzen. Wir haben jetzt schon angefangen, der Klaus und ich. Wir sind am Anwärmen. Genau, wir sind am Anwärmen. Und da wäre da dein Mikrofon. Da müsstest du dann reinreden. Können wir sagen, ganz am Anfang müssen wir nicht mehr zurück. Wir haben schon ein bisschen verschiedene Begrüßungen haben wir schon gemacht. Aber wie gesagt, ich sage es nochmal, das ist der Filmemacher Erich Schmid, der den Film über den Klaus Roscha gemacht hat. Und ich habe vorhin mit dem Klaus schon ein bisschen geredet, wie ihr dann die Verantwortung verteilt, weil das ist ja, ihr kennt euch ja schon lange, oder? Und wenn ich mir vorstelle, dass du machst einen Film über jemanden, den du schon lange kennst, über sein Leben, oder? Dann sagt er, ja du Erich, so kannst du das nicht machen. Und du sagst, ja du, aber ich will das so machen. Und dass ein potenzieller Konfliktherd, oder das ist, jetzt... was sagst jetzt du da dazu? Weil was der Klaus gesagt hat, das haben wir schon gesehen und gehört. Also will ich ja den Klaus, hört man mich, ja. Schon so lange kennen, habe ich ja natürlich das gewusst und habe mit ihm einfach einen Vertrag gemacht. Schriftlich? Schriftlich einen Vertrag. Und in dem Vertrag lautet er so, dass ich den Film mache und dass er nicht reinreden darf. Sonst mache ich den Film nicht. Ja, das ist. Und wäre er also vor das Gericht, wenn der Vertrag gebrochen worden wäre? Ja, sicher nicht. Erich? Der Vertrag hat es auch gar nicht gebraucht. Ja, meinst du, ich habe das nicht gemerkt? Was? Dass das ironisch war? Nein, das ist nicht ironisch. Mhm. Wir haben den Vertrag ja, gemacht. Ja, aber das ist der Gerichts... dass er nicht vor Gericht wäre, oder? Nein, sicher wären wir nicht vor Gericht. Ja, eben. Vorher hätten wir uns umarmt. Genau. Das heisst, das hast du auch an der Premiere, der Weltpremiere gesagt am Sonntagabend, dass der Film ist eigentlich eine Umarmung. Ein Film ist eine Umarmung. Eine filmische Umarmung. Richtig. Ein Biopic ist eine filmische Umarmung. Und ein sehr subjektiver Film von mir, so wie ich den Klaus sehe. Und der Klaus ist, soviel ich weiß, einverstanden mit dieser Sicht. Vielleicht sogar auch ein bisschen eine neue Sicht auf sich selber. Und ich finde das spannend. Ja, absolut. Ja, absolut. Ich finde den Film genial. Es hat eine andere Version gegeben, das dürfen wir schon sagen von dem Film. Und die habe ich auch genial gefunden. Und dann ist es halt noch mal 2 Jahre gegangen und dann ist die Version gekommen und dann gefunden, das ist noch viel besser. Ja. Also, dann kann man mal sagen, der Film der beinhaltet deine Kindheit und deine Jugend. Ja. Wo man eigentlich sieht, das ist eigentlich für mich das Neue gewesen, ein Flüchtling aus Ungarn jetzt, ein Flüchtlingsbub, da im Kreis 4, was das bedeutet. Und das haben wir sich ja gerade beim Klaus, der ja eine öffentliche Person eigentlich ist, schon immer, schon lang, schon 30 Jahre, schon länger, hat man dem Sinn gar nicht an das gedacht. Er ist einfach da gewesen. Und das ist eigentlich für mich, dass du das als Filmmacher speziell eigentlich zeigst, oder? In denen, dass du dort her bist, wo er gewohnt hat, dass du die Episode aus seiner Jugend, was da passiert ist in der Schule, kannst du vielleicht da dazu etwas sagen, dass, was für einen Blickwinkel du auf seine Kindheit und Jugend da wirfst? Also der Klaus ist ja aus Ungarn gekommen als Flüchtling und er ist, ich würde mal sagen, einer von den ganz wenigen Flüchtlingen, der nie eingebürgert worden ist, beziehungsweise was 3 Mal versucht hat. Und es ist immer abgelehnt worden. Am Schluss ist er dann noch eingebürgert worden, weil man hat müssen einbürgern durch eine Heirat mit einer Schweizerin. Und das ist schon sehr einmal speziell, sagen wir mal, nur schon jetzt mal, wo er natürlich auch seine Jugend beeinflusst hat und vor allem ein Zustand, wo uns nicht so recht bewusst war, was das heisst, ein Staatenloser zu sein. Darum habe ich auch den Film Staatenlos genannt, weil natürlich ein Staatenloser hat einen sehr eingeschränkten Radius, kommt auf eine Art wie ein Rayonverbot gleich, wenn er sich hat müssen bewegen. Er hat zum Beispiel nach Österreich jedes Mal ein Visum gebraucht, wenn er seine österreichische Freundin in Wien hat müssen besuchen oder wollen besuchen.
und so weiter und so fort. Und auch noch Versprecher. Gut, also jedenfalls, natürlich ist dann durch das der Klaus auch häufiger in dem Rayon in Erscheinung getreten, häufiger als andere Fotografen. Selbstverständlich ist er durch die Häufigkeit mehr aufgefallen als andere. Und am Schluss ist er so aufgefallen, zum Beispiel an den Demos, wenn er fotografiert hat, dass die anderen Fotografen gesagt haben, komm, wir gehen weg vom Klaus. Dort, wo der Klaus steht, dort gehen Gummigeschosse an und das Tränengas. Also der Klaus war wirklich im Fokus gewesen, auch nicht zuletzt durch seinen Zustand von der Staatenlosigkeit. Ich finde das ganz einen wichtigen Aspekt. Also du siehst da einen Zusammenhang? Ja, sicher, auf jeden Fall. Also eben durch die Häufigkeit, die er da gesehen worden ist und auf der Straße war zwangsläufig, weil er nicht hätte können, wie andere Fotografen auch, sagen wir mal, in einer näheren Umgebung im Ausland fotografieren oder überhaupt im Ausland, ist er wirklich gebunden gewesen, an den Standort Schweiz und natürlich logischerweise vor allem Standort in Zürich. Das heisst also, Behörden haben sich zum Vorteil gemacht, dass er nicht Schweizer ist. Also sie haben quasi einen Ausländer diskriminiert, einen ausländischen Fotograf bewusst diskriminiert, weil sie dann wollen, dass er zeigt, was die Polizei gemacht hat in der 80er-Bewegung. Ich meinte nicht einmal, dass das so bewusst gelaufen ist. Ich denke einfach die Umstände. Ich glaube nicht, dass ich glaube überhaupt nicht an böse Menschen. Ich glaube an böse Umstände. Und ich finde die Staatenlosigkeit einen ganz bösen Umstand, der auch in den allgemeinen Menschenrechten verurteilt wird, auch in der Rassismuskonvention verurteilt wird. Der Zustand von der Staatenlosigkeit ist eine Schweinerei und die muss man schlicht abschaffen. Und vor allem, wenn man dann nach 40 Jahren einen wie der Klaus, der so verwurzelt ist und Schweizerdeutsch redet und ich weiß nicht, wie er integriert ist da in der Stadt, dann nicht einbürgert, dann ist das wirklich ein Skandal. Ja. Also man möchte jetzt einfach noch etwas sagen, damit man sich wirklich eine Vorstellung hat, wie der Erich das auch beschrieben hat, aber also konkret, ich habe zum Beispiel für die AP gearbeitet, als Reporter, für Kanton Zürich und angrenzendes Gebiet und so. Und da komme ich, habe ich Wochenenddienst gehabt und ich komme ein Telefon über vom Dienstchef, Wochenenddienstchef und sagt, du Klaus, du musst sofort auf Dornbirn fahren, du bist der nächstgelegene Fotograf, dort ist das Flugzeug abgestürzt. Und dann sage ich, Dornbirn, das ist doch in Österreich, oder? Sagt, ja, aber gerade an der Grenze. Sage ich, ja, aber ich komme nicht über Grenzen. Geht nicht. Sagt, warum nicht? Sage ich, weil ich ein Visum brauche. Sag, wieso brauchst du ein Visum? Bist du doch Schweizer, oder? Sag ich, nein, ich bin eben nicht Schweizer. Und das ist mir häufig passiert, so Sachen. Also auch massive berufliche Einschränkungen natürlich und die ständige Rechtfertigung. Und tatsächlich, ich mir überlege, die Hunderte von Stunden, die ich damit verbracht habe, ein Visum zu organisieren, vom Geld ganz abgesehen. Nachdem ich da seit Dutzenden von Jahren schon gewohnt gelebt habe. Das ist ja immer noch heute schwierig, oder? Also quasi Schweizer Bürgerrecht. Überzukommen. Also das ist quasi, du wärst eigentlich einer, der da müsste sich politisch stark machen, dass das viel schneller geht. Das habe ich das alles schon gemacht. Hast du alles schon gemacht. Auch einiges erreicht, notabene, genau. Aber das führt jetzt zu weit. Genau. Ich habe jetzt aber eine Frage, weil in dem Film wirst ja du zeigen, im 1971 als Jugendlicher, blutjung im Bunker. Unvergessen, Bunker. Und da bist ja du also identifiziert mit der Bewegung. Da bist du noch nicht Fotograf gewesen. Da ich hast bin du, in der Lehre. Da bist du in der Lehre gewesen, ja. Genau, oder? Und dann in der 80er-Bewegung bist dann du quasi Fotograf und Bewegung. Ja. Also die Doppelrolle, ja. Quasi, wo du da gespielt hast, dass du auf der einen Seite, wie jetzt Erich vorhin gesagt hat, mit den Fotografen, die haben gesagt, weg vom Rochschild, es gibt Lampen, da kommen Gummigeschosse, wo der ist. Andererseits bist du wie auch wahrgenommen worden als Teil von der Bewegung. Du bist auch in Präventivhaft genommen worden damals. Das sieht man auch in dem Film im, oh, wann ist es im 81? Nein, im 80, ich weiß es nicht mehr. Ja, genau. Juni 80. Also ich kann da nur sagen, aus meiner Perspektive, wo jetzt in dieser Bewegung mitgemacht hat, quasi an der Basis, oder, habe ich auch gedacht, ja, ist jetzt der Klaus Fotograf oder ist jetzt ein Teil von der Bewegung? Ja, beides. Beides. Und das geht. Also ich weiß, niemand stellt die Frage an einen Honecker
seinerzeit NZZ-Redaktor, oder an einen Karl Lüend, seinerzeit Zürichwochen-Redaktor, dass sie eine Doppelrolle hatten, dass sie einerseits im Parlament waren oder eben der Lüend eigentlich als Journalist gearbeitet hat, gleichzeitig aber ein massiver Hetzer war gegen die Jugendbewegte, unter anderem gegen mich. Und das aber als seine politische Stellungnahme dann wahrgenommen hat und gleichzeitig Journalist war. Ich kann mit dem leben und ich denke, man muss auch damit können leben, dass ich das gemacht habe. Weil ausschlaggebend ist es ja quasi, was ich an diesen Demos gemacht habe. Ich habe ab und zu ein Wort ergriffen für irgendetwas. Ist ja das wohl kein Problem. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Oder? Wichtig ist, dass ich mich als Journalist respektive als Fotograf verhalten habe bei all den Demonstrationen. Und etwas anderes ist mir ja nie bewiesen worden, obwohl es x-mal probiert worden ist. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Wir haben da keine Gesinnungsjustiz und so weiter. Wir haben, die Gedanken sind frei, ja. Auch für einen Fotograf, ja. Auch für einen Bewegten und wer auch immer da oben ist. Also man darf doch denken, was man will und man darf sich solidarisieren, wie man will. Ich habe zum Beispiel mal, also wenn ich von mir noch schnell etwas darf sagen, von der Bewegungsseite, ich habe eine schwierigere Rolle gehabt. Ich bin mehr oder weniger natürlich ein Bewegungsfreund gsi, ist klar. Das ist völlig klar gsi, dass man sich mit der Jugendbewegung hat müssen solidarisieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man natürlich gesehen, dass auch natürlich auf beiden Seiten Sachen passiert sind. Das hat dann bei mir zum Beispiel als Journalist von Tagesanzeiger dazu geführt, dass ich auf der Straße bin ich dann ausgescholten worden, beschimpft worden als Tagifaschosau. Und auf der Redaktion hatte ich Lampen, gehabt, weil ich ein Bewegungsfreund bin. Also das war eine viel schwierigere Rolle gewesen, als Klaus seine eindeutige Rolle. Zum Beispiel. Siehst du, Klaus? Es gibt noch Leute, die haben es schwieriger als du. Ja, aber du kommst natürlich in dieser Frage immer in Konflikt. Ist das ist logisch von außen. Und wir leben in einem freien Land. Und ich finde es absolut legitim. Er hat absolut auch richtig gesagt. Auch der Alfred Messerli, der seinerzeit jahrelang im Tagi-Reporter war und im Gemeinderat Präsident während der 68er-Bewegung. Zum Beispiel. Ja. Also wir sind doch nicht politisch in Eunuchen. Ein Journalist, der das sagt, er mache zwar den Lokalteil oder den Wirtschaftsteil oder was auch immer, aber er sei politisch neutral, das gibt es nicht. Ja. Ja gut, der Journalismus ist ein riesen Problem für sich, oder? Der Unterschied zwischen Journalismus und Propaganda, das ist ja auch heute wieder sehr aktuell. Aber ich möchte noch etwas sagen. Also, du bist natürlich als Fotograf, bist du natürlich ein Aktivist gewesen, sagen wir so, du bist der Herr, was passiert ist, und hast abgedruckt, oder? Und das ist natürlich, du bist irgendwie ein Fotograf aus Berufung, habe ich immer gedacht, oder? Und die Fotos, die du gemacht hast, das sind gute Fotos gewesen. Und dann ist ja natürlich logisch, dass sie dich wollen irgendwie loswerden, oder? Und dass sie im Laufe dieser Jahre von der Polizei aus, also von der Behörden aus, du hast jetzt gesagt, das ist nicht bewusst gewesen, oder? Dass man gedacht hat, ja, der Roscha, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das ist dann einfach quasi eine Art, hat es eine Frontstellung gegeben, eine ausgesprochene Frontstellung, Polizei Klaus Roscha. Das hat es gegeben, zweifelsohne, ja. Und es sind ja Fahndungsplakate von mir aufgehängt auf Polizeiposten. Also so, weißt du, auf eine Art von lustig, aber im Prinzip von mir und von ein paar anderen Aktivisten aus der Bewegung sind Fahndungsplakate auf Polizeiposten gehangen. Das hat der Franz Schumacher herausgefunden, wo ihm das Zeugen erzählt haben, dass auf Polizeiposten Fahndungsplakate hängen, von mir und ein paar anderen. Das heisst, sie haben das weitergegeben, der eine Polizist hat am jüngeren Polizist, der Alte am Jungen gesagt, das ist einer von den ganz Üblen, von den ganz Gefährlichen. Mhm. Wir erinnern an eine Szenerie, wo ich mit dem Conny Löpfe, Journalistenkollege von mir, gleichzeitig damals auch Parteipräsident von der SP, übrigens auch so eine Doppelfunktion, also Parteipräsident auf der einen Seite und auf der anderen Seite Journalist, sind wir unterwegs fürs Volksrecht, für die SP-Tageszeitung, für die ich gearbeitet habe in der Zeit. Und ein ganzer Mannschaftswagen, damals noch die grossen, weißt, wo 40 oder 50 Polizisten drin gehockt sind, und der ganze Mannschaftswagen zeigt auf mich mit ihren Fingern. Die einen machen mit dem Gummigeschoss Querbewegungen, als wollten sie auf mich schiessen. Und alle rufen quasi miteinander, Roscha, du Sau.
Also das ja. ist wirklich über Generationen weitergegeben. Also da finde ich den Franz Schumacher, den du ja ausführlich zu Wort kommst in deinem Film, Erich, finde ich, der hat es klar auf den Punkt gebracht. Also was man sieht am Fall Klaus Roscha, das sind irgendwie quasi die Ansätze zum Polizeistaat, zum, wenn man nicht wohl sagen, zum Faschismus. Also wie das langsam sich einschleicht, wie zum Beispiel, was du jetzt geschildert hast, das ist alles illegal, oder? Das ja, ist alles total hundertprozentig ja. verboten und illegal. Und das wird aber gemacht, und zwar in der Polizei. Und es gibt ja noch verschiedene weitere Beispiele, die du brauchst, was die Polizei sich quasi wie sagt man das, also gemacht hat, oder? Also das Wahnsinnige finde ich einfach immer noch der Überfall beim Opa, wo offensichtlich ein geplanter Racheakt war, absolut nach dem Ereignis, also nachdem das etwas passiert ist, in der Nacht, mitten in der Nacht, wo er heimfährt, kreisen ihn vier Streifenwagen ein oder wie viel, 14 Polizisten steigen aus und hauen ihn bewusstlos und einer steigt aus und haut ihm die Schuhe in den Kopf rein. Also ich meine, das finde ich faschistoid oder faschistisch, kann man sagen. Und untermalt ist das natürlich, wenn ich vorher gesagt habe, es ist nicht so bewusst gewesen, dann meine ich natürlich damit, es ist einfach gewachsen so mit der Zeit. Mit der Zeit hat man dann wirklich den Klaus im Fokus genommen. Und das belegen zum Beispiel auch die Staatsschutzakte. Dort heisst es an einer Stelle, es gibt übrigens ein wunderbares Buch, wo die zwei jungen Christoph Nüssli und der andere, wie heißt er? Christoph Oeschger gemacht haben. Ein grosses Buch über Klaus seine Fische, ich weiß nicht wie viele, 1000 Seiten. Und dort heisst es zum Beispiel an einer Stelle, Klaus Roscha fotografiert die Polizeiübergriffe in allen Einzelheiten und behindert dadurch die Arbeit der Polizei. Voilà. Also man muss mal, ich meine, das ist absolut auf den Punkt gebracht, um was es da gegangen ist. Man hat natürlich wollen, das verhindern, dass man die Behinderung von der Polizei durch Fotografie ausschalten will. Und der Klaus war einer, der natürlich immer zuvorderst war, unter anderem wegen seiner Staatenlosigkeit, wie ich vorher schon gesagt habe. Genau. Also als Seitenaspekt. Ich würde jetzt Klaus gerne etwas fragen, nämlich unsere Richi, der damals ja auch mitdemonstriert hat, ist heute als Dr. Richard Wolf Polizeivorsteher von der Stadt Zürich. Zwar nicht dein Genosse von der SP, weil du bist ja bei der SP-Mitglied gewesen. Also nur in Klammer, ich habe nicht mehr gedacht, wieso ist denn der Klaus in der SP-Mitglied? Klammer geschlossen. Aber der Richi Wolf ist jetzt der Polizeivorstand von der Stadt Zürich. Glaubst denn du, das wäre unter der Stadtpolizei vom politischen Führung von Richi Wolf nicht mehr möglich, dass jemandem, einem Jungen, das passiert, was dir passiert ist? Also der Richi Wolf war am Sonntag an der Filmpremiere gewesen, mit einem von seinen Söhnen und hat mir immerhin gesagt, beim Rauslaufen, also die Begrüßung war nicht sehr herzlich gewesen, muss ich sagen, aber immerhin war der gewesen und er hat mir beim Rauslaufen gesagt, es gibt mir schon zu denken oder es macht mich zum Nachdenken, was ich da gesehen habe. Und ich habe geantwortet, das ist ja höchste Zeit. Ja, gut, also Erich, du hast gesagt, du hast eigentlich von der Stadtpolizei viel Material bekommen. Also du hättest einen grösseren Schriftverkehr veranstalten müssen, aber nachher hättest du eigentlich Material bekommen, das du hast brauchen für den Film. Ja, also ich hatte kein Problem gehabt, überhaupt nicht. Und, also ich weiss es nicht, ich kann natürlich nicht beurteilen. Ich behaupte einfach immer, es kommt auf die Zeiten drauf an, wie stark dass die Auseinandersetzungen stattfinden. Auf der Straße zum Beispiel, also jetzt wie es sich so gezeigt hat in der 80er-Bewegung am ausgeprägt ist. Wenn das wieder passiert, dann werden wahrscheinlich wieder die gleichen Mechanismen spielen, wie auch schon. Also wenn das deine Frage ist. Und ich weiß nicht, am Richi Wolf seiner Person würde ich es jetzt eigentlich nicht festmachen. Ich glaube weniger, ich sage auch immer wieder, es hängt weniger an den Personen als an den Umständen und am ganzen System, wie auch die Polizei funktioniert, natürlich als hierarchischen Apparat mit der
mit den ganzen Beförderungsgewalten, die dahinter. Natürlich werden da nur Leute befördert, die möglichst viel reinhauen, möglichst viel verhaftet, möglichst viel Bussen geben und so weiter. Die, die sich führen tun, oder die werden dann natürlich befördert. Und das ist schon allein schon von dem System, ist das, müssen wir da wahrscheinlich einmal umdenken und gewisse Änderungen machen. Aber solange das so funktioniert, glaube ich nicht an eine markante Änderung. Jetzt möchte ich noch auf ein anderes Thema kommen, das im Film auch ganz prominent zur Sprache kommt, nämlich am Klausis Judentum. Es ist ja so, dass er im Jahr 2008 üble Vorfälle gegeben, die werden dann beschrieben und nachher bist du auf Budapest. Mhm. Und dann wird das so geschildert, in Budapest hast du eigentlich quasi, bist du zurück, back to the roots, oder? Älterer Herr, wenn man das sagen darf. Und muss man vielleicht an den Zuschauerinnen und Zuschauern, die jetzt schauen, das nicht wissen. Der Klaus hat eigentlich nie gesagt, ich bin ein Jude. Und hat, sein Judentum war kein Thema gewesen. Und er war ja eigentlich eine Person, eben eine öffentliche Person gewesen, auch wenn man ihn persönlich kennt hat. Und das fällt mir in dem Film stark auf, wie wichtig das jetzt ist, dass er, dass also sein Vater in Auschwitz war, also das KZ überlebt hat, dass er selber quasi sich wie eine jüdische Identität verschafft hat. So wird das zumindest suggeriert, wenn er nicht explizit gesagt in dem Film. Und das weiss man auch, dass du heute, wo du ja wieder zu Zürich bist, dass du quasi, jetzt bist du Klaus Roscha, du bist ein Jude. Und das war für mich quasi neu gewesen, oder? Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Ich habe zwar gewusst, du hast mir erzählt von deinem Vater eine kleine Episode. Ich darf dir geschwind sagen, das ist über 30 Jahre her. Der Herr Rosch, sein Vater, hat irgendwie als Flüchtling in Solothurn sind sie und haben nicht gewusst, was machen, kein Geld gehabt. Da sind sie mit einem Velo auf Basel zum Rabbi dort. Und haben gedacht, ja Basel, der Rabbi, die haben Geld und so. Da hat der Rabbi jedem von euch Liebe gegeben und gesagt, ja, jetzt geht ihr wieder heim und sind ruhig und macht, was die euch sagen. Und ein Päckchen Zigaretten noch. Sogar, eben, also mit dem wollte ich nur sagen, das hat man schon gewusst, aber dein Judentum war für dich überhaupt nicht wichtig gewesen. Und da möchte ich dich fragen, wie ist denn das jetzt zu verstehen, dass also, du in Budapest quasi etwas von deinen Wurzeln wiederentdeckt hast? Wurzeln ist gut, Religion ist nicht gut, im Sinn von, dass ich nichts über das jüdische, über meinen jüdischen Hintergrund gesagt habe, hat ganz einfach damit zu tun, dass ich eigentlich ein Agnostiker bin und als solches mir aus Religionen nichts machen. Unter dem hat sich bis heute nichts geändert. Aber das Judentum ist halt mehr als nur Religion. Was genau, weiss ich immer noch nicht. Aber vieles weiss ich, was es ist. Zum Beispiel, dass Israel die Heimat ist von den Juden. Und das habe ich in Ungarn das erste Mal bewusst erlebt. In Ungarn gibt's einfach, ist das kulturelle Leben zum Beispiel extrem dominiert von allen jüdischen Leuten mit jüdischen Wurzeln. Und das sind auch alles ganz Liberale. Die gehen auch nicht, die gehen auch nicht jeden Samstag in die Synagoge zum Beispiel. Aber sie haben einfach ihr jüdisches Sein, das ist vorhanden. Das hat sich zum Beispiel darin geäussert. Erlaubt mir, dass ich das kurz erzähle, weil es ist ein eindrückliches Beispiel. Es hat einen Brandanschlag auf ein jüdisches Geschäft und infolgedessen hat es eine Demo gegen Nazis, gegen Neonazis, Nazis in Budapest. Ich bin dort eingeladen worden per SMS, dort teilzunehmen und Leute haben gesagt, du hast doch so viel Erfahrung mit Demonstrationen in der Schweiz, hilf uns, wie organisieren wir jetzt eine grosse Demo gegen Nazis. Und dann haben wir geredet und alles. Und dann habe ich irgendwann gefragt, wo sind wir jetzt eigentlich? Was ist das für ein Gebäude, wo wir sind? Und dann hat sich herausgestellt, dass wir im jüdischen Gemeindezentrum waren. Ich bin in diesen 40 Jahren Schweiz, wo ich da Demos teilgenommen habe und hunderte von Demos mitorganisiert habe, bin ich noch nie im jüdischen Gemeindehaus gewesen, um eine Demo zu organisieren. Und dort sind aber ganz viele verschiedene Leute gewesen, und es war einfach klar gewesen, wir sind da im jüdischen Gemeindehaus und wir sind solidarisch und sie sind solidarisch. Und das hat mir dann einfach so gezeigt, dass da völlig anderes Ding läuft. Und ich habe dann noch gesagt, haben sie mich gefragt, wann sollen wir die Demo machen? Habe ich gesagt, ja, irgendwie am Sonntagnachmittag, um 2 oder 3 und dann ist noch hell. Und was weiß ich, schauen mich alle entsetzt an und sagen, am Samstagnachmittag? Das geht doch nicht. Und sage ich, warum geht denn das nicht? Das ist doch die beste Zeit für eine Demo. Und sagen sie, nein, nein, wir wollen ja schließlich, dass
die Juden auch kommen. Also die Juden, die am Samstag halt Sonntag haben und die sonst die halt in der Synagoge sind und nicht Aktivitäten machen. Und all die Demos in Ungarn finden am Sonntag statt, aus Rücksichtnahme auf die mehr oder weniger zahlreichen Juden, die dann eben auch an diese Demo kommen, mhm, wenn es am Sonntag ist und nicht am Samstag. Wenn du mir jetzt das sagst, dann habe ich da wie Gedanken, das widerspricht eigentlich dem Titel «Staatenlos», den Erich am Film gibt, mhm, weil wenn du dir ja eine jüdische Identität verschaffst, und dann gibt es ja eben, wie du vorhin gesagt hast, wir wollen zwar nicht über das reden, das haben wir gesagt, das kommt nicht ja vor im Film, ja, Israel. Du bist ja sehr eine umstrittene Person, auch das wissen wir alle, oder? Diesbezüglich. Jetzt sage ich aber, wenn du natürlich sagst, der Judenstaat Israel und staatenlos, das widerspricht sich diametral, oder? Warum? Weil wenn du staatenlos weiterdenkst, dann am Schluss redest du Esperanto und wir sind irgendwie global und wir haben keine Staaten mehr. Wir brauchen das nicht, oder? Dann brauchen wir aber auch kein Israel, wenn wir keinen Staat mehr brauchen. Nein, da muss ich also wieder sprechen. Das ist ein Unterschied zwischen Utopie und Realität. Die Staatenlosigkeit, die ihm verordnet worden ist, die hat jetzt wirklich nichts zu tun mit dem Israel-Problem. Weil das ist natürlich eine negative Auswirkung auf ihn und ist auch so gedacht gewesen. Und die Staatsangehörigkeit sonst hat ja eher einen positiven Charakter, indem dass du neu mit dazugehörst, einen Reisepass hast, kannst reisen und so weiter. Ein staatenlos. Ich weiss nicht, hast du das Buch gelesen von B. Treven, das Totenschiff über die Staatenlosigkeit? Ist schon lange her. Eben schon lange her, aber es ist ein eindrückliches Buch und sollte eigentlich, wer es gelesen hat, dem ist das eigentlich immer in Erinnerung, was das heisst. Und das ist etwas sehr, sehr Negatives und ist eine ganz grosse Benachteiligung. Wenn die Juden sich mit dem ganzen Holocaust-Hintergrund, den wir da haben, irgendwo noch als Sicherheit sich irgendwo noch ein Israel vorstellen, als letztes Zufluchtsort, dann muss man das irgendwie in meinen Augen können verstehen. Ja, also okay. Wir sehen da, das ist ein Thema, das du ja nicht eigentlich abhandelst explizit im Film. Das ist eine Art ein Strukturentwurf, das sieht man. Es ist ja mit dem Karl Lutz. Hört es auf mit dieser Demo, wo der Klaus voran. Nein, das ist nicht die Demo, das ist eine zweite Demo in Budapest, wo der Schweizer Konsul Karl Lutz, der Ende Zweiten Weltkrieg die Visa verteilt hat und quasi viele Juden gerettet hat. Und der ist der Schluss. Aber was ich eben möchte sagen, ist, diese Problematik, also in dem Sinn ist der Film offen, oder? Der Klaus lebt ja auch noch, oder? Und es geht weiter, oder? Und er ist jetzt Schweizer, oder? Und er ist hoffentlich noch lang, oder? Ich möchte da einfach Kurve zum Ausstieg finden, dass man sagt, du hast jetzt den Film gemacht. Es ist eben ein jünger, dein Film über den Surava war schon ein alter Mann gewesen, erinnere mich noch, oder? Der Peter Surava. Ja, sind wir jetzt alle auch, oder? Sind wir schon ältere Herren, stimmt. Aber die sind nachher ja, älter. Aber das ist jetzt ja, schon 20 also Jahre her. Ich wollte mit dem einfach sagen, da, wie jetzt am Klaus sein Leben geht noch weiter und da kann man vielleicht staatenlos 2, oder? Ja, du meinst, dass sie genau entwicklungsfähig sind. Ja, genau. So ungefähr so. Wie unser alles auch, oder? Es ist einfach, also mit dem kann ich vielleicht auf den Anfang wieder zurückkommen, dass es, ich stelle mir schwierig vor, einen Film machen über einen Mann im Alter von Klaus, oder? Weil das ja noch nicht ein Leben abgeschlossen ist. Das ist ja eine Art, ja, selbstverständlich. Du hast okay. Ein Schlusswort. Nein, es ist für mich einfach ganz klar, sagen wir, das wirklich schlimmste Ereignis, was es überhaupt geschichtlich für mich gegeben hat, nach meinem Wissen, das war einfach der Holocaust gewesen im letzten 20. Jahrhundert. Das ist etwas, was mich jeden Tag beschäftigt. Und Jeden Tag. Wenn ich zum Beispiel die Verachtung gegenüber den Fremden und Flüchtlingen und so weiter von der SVP anschaue, wenn ich sehe, wie die AfD Wahlgewinn macht in Deutschland und Angela Merkel sofort ihre Politik vom Anstand wieder ändert und Zugeständnis macht und eiserne Zäune-Politik macht mit dem Orban zusammen und ganz Europa, dann kommt mir das immer wieder in den Sinn, was das geheissen hat überhaupt und zu was das hat können führen,
Das ist etwas, was mich immer, immer beschäftigt. Und der Klaus ist ein Holocaust-Schicksal in der zweiten Generation. Eines wahrscheinlich von den wichtigsten, was es da in der Schweiz überhaupt noch gibt. Und er hat darum einen Film verdient. Das ist mein Schlusswort. In dem Sinn, dann, wenn du noch etwas sagen willst, Klaus. Ja, die, die noch nicht gesehen haben, den Film, und jetzt noch wen gesehen, es hat noch etwa 20 freie Plätze am Freitag, 14:30 im Corso. Damit wären wir am Ende des heutigen Tischgesprächs. Danke allen, die zuschauen, noch werden zuschauen, die anwesend sind im Lokal. Ciao miteinander.